Herzlich willkommen zum ersten von drei HTML-Videos. In diesem ersten Video sollen die absoluten Grundlagen in Bezug auf HTML erläutert werden. Hierzu wird zunächst eine Datei angelegt, wir beschäftigen uns mit dem HTML-Grundgerüst, formatieren ein bisschen Text und ich zeige euch, wie man Listen anlegt. Damit soll es auch schon gleich losgehen. Zunächst beginne ich damit, eine neue HTML-Datei anzulegen. Hierfür nehme ich eine normale Textdatei, die ich wie üblich anlege, und anschließend ändere ich den Namen in index.html. Mit dem Ändern der Endung wird automatisch eine HTML-Datei hier raus. Diese HTML-Datei öffne ich nun mit dem Editor und füge einen beliebigen Text ein, in meinem Fall Hallo Welt. Wenn ich den Text eingetragen habe, speichere ich die Datei und schließe den Editor wieder. Nun öffne ich die HTML-Datei mit dem Browser und sehe meinen eingetragenen Text. Aber so wirklich HTML ist das Ganze ja noch nicht. Dafür gehe ich jetzt auf selfhtml.org und wähle das Wiki aus. Das Wiki ist eine Neuauflage von selfhtml. Hier wähle ich die Kategorie HTML und die Unterkategorie Grundstruktur. Nun scrolle ich ein bisschen nach unten und finde zwei Beispiele für Grundstrukturen in HTML. Hierfür wähle ich mir die Grundstruktur für ein HTML4-Dokument aus, kopiere es und öffne meine Datei wieder mit dem Editor. Hier füge ich die Grundstruktur ein und diese Grundstruktur wollen wir uns nun ein bisschen genauer anschauen. In der ersten Zeile finden wir den sogenannten Dokumententyp. Dieser zeigt an, um welche Version von HTML es sich handelt, in diesem Fall 4.01, und wo wir die Dokumententyp-Definition, also die DTD-Datei, finden. In HTML5 ist diese Zeile nicht mehr vorhanden. Allerdings die nächste, das erste Tag. Das erste Tag ist das HTML-Tag. Mit diesem Tag beginnt jede HTML-Datei und endet auch jede Datei wieder. Bei Tags ist es so, dass es immer ein öffnendes und ein schließendes Tag gibt. Alles, was sich dazwischen befindet, ist der Inhalt des Tags. Dieses HTML-Tag hat zusätzlich noch ein Attribut, den Lang-Attribut. In diesem Fall hat er den Wert DE, das soll dem Browser anzeigen, dass die Sprache Deutsch ist. Das nächste Tag ist das Head-Tag. Dieses zeichnet den Header der HTML-Datei aus. Alles, was im Head-Tag steht, beschreibt den Inhalt, wird allerdings nicht im Browser angezeigt. Im Header unseres Grundgerüstes haben wir ein Meta-Tag. Dieses zeigt die Codierung der Datei an, in diesem Fall UTF-8. Zusätzlich haben wir einen Titel-Tag. Im Titel wird der Titel der HTML-Seite festgelegt. Dieser wird später auch im Browser zu sehen sein, allerdings nicht als Teil des Dokumentes. Der Inhalt des Titeltags kann frei vergeben werden, zum Beispiel HTML-Seite. Kommen wir nun zum Inhalt der HTML-Seite, dem Body-Tag. Das Body-Tag zeichnet den Dokumentenkörper aus. Alles, was innerhalb dieses Dokumentenkörpers steht, wird auf der HTML-Seite angezeigt. Ein Browser versucht übrigens immer, das, was ihm gegeben wird, möglichst sinnvoll anzuzeigen. Das heißt, unsere einzelne Zeile, die wir in das Dokument geschrieben haben und mit dem Browser geöffnet haben, wird automatisch so interpretiert, als wenn sie im Dokumentenkörper stehen würde. In diesem Dokumentenkörper ist die erste Zeile ein Kommentar. Ein Kommentar beginnt immer mit einer spitzen Klammer geöffnet, einem Ausrufezeichen, zwei Bindestrichen und endet auf zwei Bindestriche und eine schließende spitze Klammer. Alles, was dort zwischen geschrieben ist, wird vom Browser absolut ignoriert. Auf den Kommentar folgt ein Absatz. Dieser wird gekennzeichnet durch das P-Tag, Englisch für Paragraph. Absätze sind wichtig für die Textdarstellung. Innerhalb dieses Absatzes sehen wir ein BR-Tag. BR-Tags sind für Zeilenumbrüche verantwortlich. Nun wollen wir den Absatz einfach durch eine Überschrift ersetzen. Hierfür fügen wir ein sogenanntes H1-Tag ein. Der Inhalt dieser Überschrift ist auch wieder Hallo Welt und die Überschrift wird mit einem schließenden H1-Tag abgeschlossen. Nun speichern wir die Datei
schließen den Editor und öffnen die Datei wieder mit dem Browser. Hier sehen wir nun, dass der Titel des Dokumentes oben im Tab angezeigt wird und dass der Inhalt des Dokumentes als Überschrift im Dokument selbst angezeigt wird. Nun wollen wir überprüfen, ob der Inhalt der HTML-Datei auch valide ist, also den Regeln von HTML entspricht. Dafür benutzen wir den W3C Validator. Den Link zu dieser Seite findet ihr natürlich auch im Kursbereich. Hier gibt es einen Tab, um eine Datei hochzuladen. Dieses wählen wir aus und ziehen die Datei per Drag and Drop in das Eingabefeld hinein. Anschließend klicken wir auf Check und sehen, dass der W3C Validator nichts an unserer Datei zu beanstanden hat. Um die Datei anzuzeigen, öffnen wir sie wie gewohnt im Browser. Wenn wir eine Änderung an der Datei durchführen möchten, müssen wir zu einem Editor wechseln. Dieses Wechseln zwischen Browser und Editor kann zuweilen etwas nervig sein. Wenn die Änderung eingetragen ist, speichern wir die Datei, schließen den Editor und können uns das Ergebnis wieder im Browser anzeigen. Um dieses ständige Wechseln zwischen den Fenstern zu vermeiden, möchte ich eine Seite vorstellen, jsbin.com. In diese Seite können wir ganz einfach unsere HTML-Datei hineinziehen und nun werden die Änderungen, die wir am Quellcode durchführen, in Echtzeit auf der daneben liegenden Seite angezeigt. So, nun wollen wir mal neben der H1-Überschrift noch eine weitere Überschrift einfügen, eine H2-Überschrift. Auch hier beginnt die Überschrift mit einem H2-Tag und endet auf ein schließendes H2-Tag. Wie man sehen kann, ist diese Überschrift ein bisschen kleiner als die vorherige. Natürlich gibt es noch weitere Überschriften. Diese reichen von H1 bis H6. Eine sehr kleine Überschrift, quasi die Überschrift der sechsten Ordnung, soweit wird für gewöhnlich nicht verschachtelt. Neben den Überschriften gibt es noch andere wichtige Tags. Eines davon ist das A, also das Anker-Tag. Dieses ist hauptsächlich als HTML-Link im Internet bekannt. Auch dieses beginnt mit einem öffnenden A-Tag und endet auf ein schließendes A-Tag. Allerdings kann man so sehen, dass der Link noch nicht funktioniert. Das liegt daran, dass das A-Tag für einen Link ein Attribut benötigt, den href-Attribut. Als Wert dieses Attributes wird der Punkt angegeben, zu dem der Link verlinken soll. In diesem Fall nehmen wir unsere Website, also hsw-hameln.de. Wie man sehen kann, verändert beim Ausschreiben der Link die Farbe. Das liegt daran, dass ich diese Seite bereits besucht habe. Wenn ich den Link nun öffne, sehe ich, dass unsere Website sich öffnet und der Link funktioniert. Nun schauen wir uns noch kurz ein paar Tags für die Formatierung von Text an. Hier ist zum einen das B-Tag für Bold, das I für Italic und TT für Teletyper, also Maschinenschrift. Für unterstrichenen Text wird das U-Tag benutzt und für durchgestrichenen Text das S-Tag. Hierzu kommen noch Big und Small, um größer oder um kleiner zu schreiben. Abschließend möchte ich noch das SUP-Tag, um hochgestellten Text zu schreiben, und das SUB-Tag, um niedriger gestellten Text zu schreiben, erwähnen. Natürlich kann man auch all diese Tags ineinander verschachteln. Um dem Ganzen mehr Übersicht zu geben, können Listen verwendet werden. Hier unterscheidet man hauptsächlich zwischen der sortierten und der unsortierten Liste. Innerhalb einer Liste befinden sich List-Items. Diese haben das Tag li. Die unsortierte Liste hat das Tag ul und die sortierte Liste hat das Tag ol, Englisch für Ordered List. So, nun haben wir gesehen, wie man eine HTML-Datei anlegt, wie man Text grundlegend formatiert und wie man auch Text in Listen anordnen kann. Im nächsten Video wollen wir uns mit HTML-Formularen beschäftigen. Da schauen wir uns an, welche Input-Elemente es gibt und wie man Informationen von einer HTML-Datei an einen Server senden kann. Schaut nächstes Mal wieder rein.